Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Veranstaltung. Dieses Mal geht es um sozusagen ein anderes Paradigma an Wachstumsmodellen, nämlich die sogenannten neoklassischen Wachstumsmodelle, wobei wir später auch nochmal auf andere Typen von Wachstumsmodellen zu sprechen kommen werden. Das hier kennen Sie oder kennt ihr in dem Sinne bereits. Wir sind jetzt dabei, nachdem wir uns in den ersten Veranstaltungen mit den Grundlagen beschäftigt haben, wir haben uns mit empirischen Größen beschäftigt, wir haben uns verschiedene Elemente von Wachstumsmodellen angeguckt, haben dann beim letzten Termin diese Elemente unter dem klassischen Paradigma zusammengeführt und wollen das dieses Mal eben in dem neoklassischen Paradigma machen. Genau. Was macht neoklassische Wachstumsmodelle als solche aus? Zunächst mal, was wahrscheinlich das ist, was Sie am direktesten von den klassischen Wachstumsmodellen abgrenzt, ist, dass wir jetzt nicht mehr mit Klassenunterschieden zu tun haben. Wie schon gesagt, auch historisch war das für die Klassiker extrem wichtig, zwischen Kapitalistinnen und Arbeiterinnen zu unterscheiden. Arbeiterinnen, Leute, die eben kein Geld ansparen, die all ihr Einkommen konsumieren und kein Eigentum an den Produktionsmitteln haben. Kapitalistinnen, die ihr Einkommen über Profite durch das Bereitstellen von Kapital bekommen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass dieser Begriff das neoklassischen Wachstumsmodell oder den neoklassischen Wachstumsmodelle potenziell extrem irreführend ist. Ich habe euch hier mal drei unterschiedliche Modelle bzw. Modellgruppen aufgeführt, die alle häufig unter dem Begriff neoklassisches Wachstumsmodell, neoklassische Wachstumsmodelle laufen. Das heißt, in jedem Fall, wenn irgendjemand mit euch darüber sprechen will oder ihr die anwenden wollt, müsst ihr immer erstmal genau checken, was damit jetzt eigentlich gemeint ist. Das erste ist das sogenannte Solow-Spahn-Wachstumsmodell. Das ist ein Wachstumsmodell, was von zwei berühmten Ökonomen 1956 unabhängig voneinander entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um ein rein makroökonomisches Modell. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass es eine neoklassische Produktionsfunktion hat, was damals eine absolute Neuigkeit war. Ist quasi gekennzeichnet durch einen Haushaltssektor, wo Haushalte einen konstanten Anteil ihres Einkommens sparen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, das ist ein Sonderfall von diesem intertemporalen Maximierungsproblem der Kapitalistin, was wir im klassischen Fall schon mal besprochen haben. Und bei diesem Wachstumsmodell handelt es sich um ein exogenes Wachstumsmodell. Das heißt, Wachstum wird hier vor allem über technologischen Wandel generiert, wenn es denn unabhängig vom Bevölkerungswachstum sein soll. Und dieser ist exogen, der wird nicht erklärt. Dieses Solow-Spahn oder meistens einfach nur Solow-Wachstumsmodell ist wirtschaftsgeschichtlich oder wissenschaftstheoretisch, naja, sagen wir mal so, History of Economic Thought-mäßig extrem wichtig, weil es quasi eine neue Ära der Wachstumsmodelle einläutet. Ja, vorher waren vor allem keynesianische Wachstumsmodelle in Benutzung, bekannt. Das war sozusagen das dominante Paradigma. Und mit den Beiträgen von Solow und Spahn begann dann quasi die Integration der Wachstumstheorie mit der neoklassischen Mikroökonomie. Ja, also dadurch, dass sie diese neoklassische Produktionsfunktion drin hatten, wurde es möglich, Wachstumsmodelle jetzt plötzlich mit der Mikroökonomie sozusagen zu verheiraten. Das heißt, dieses Solow-Spahn-Wachstumsmodell gilt in vielerlei Hinsicht als Ausgangspunkt für alles, was jetzt im dominanten Wachstumsparadigma dieser Zeit heute theorisiert wurde. Dieses Solow-Spahn-Wachstumsmodell ist aber ein rein makroökonomisches Wachstumsmodell. Ihr werdet da drin jetzt nichts irgendwie im Sinne einer Nutzenmaximierung oder sowas finden. Das ist auch einer der Hauptkritikpunkte von neoklassischer Perspektive. Wenn ihr in ein neoklassisches Lehrbuch reinguckt oder ein Mainstream-Lehrbuch reinguckt, dann wird als neoklassisches Wachstumsmodell wahrscheinlich das Ramsey-Wachstumsmodell bezeichnet. Das ist ein mikrofundiertes Wachstumsmodell, was in vielerlei Hinsicht ganz, ganz ähnlich dem Solow-Spahn-Wachstumsmodell ist. Also das heißt, man kann eigentlich sagen, dass das alles, was hier steht, auch für das Ramsey-Wachstumsmodell gilt. Allerdings zusätzlich ist jetzt in diesem Ramsey-Wachstumsmodell der Haushaltssektor explizit als repräsentativer Haushalt modelliert. Man hat explizite Präferenzen für diesen Haushaltssektor ausgestellt und es gibt ein intertemporales Nutzenmaximierungsproblem. Die Sparquote, die im Solow-Spahn-Modell exogen gegeben ist,
ist jetzt hier endogen, beziehungsweise ergibt sich über die Lösung des intertemporalen Nutzenmaximierungsproblems der Haushalte. Und überhaupt haben wir in dem Ramsey-Wachstumsmodell jetzt tatsächlich das erste Mal ein allgemeines Gleichgewicht. Ja? Also es ist wirklich das erste Modell, was sozusagen wirklich den Kontakt zur Mikroökonomie vollständig dann herstellt, was im Solosman-Modell schon angekündigt wurde. Und hier im Ramsey-Wachstumsmodell wird es dann tatsächlich komplett hergestellt. Ansonsten muss man sagen, in diesem Ramsey-Wachstumsmodell ist nicht wirklich so, dass man empirisch mehr erklären kann als in dem Solosman-Wachstumsmodell. Aber es war halt theoretisch extrem wichtig, wenn man sozusagen die Connection zwischen individueller oder mikroökonomischer Nutzenmaximierung mit makroökonomischer Wachstumstheorie jetzt komplett gemacht hat. Okay, damit nicht genug. Dritte, was man häufig unter neoklassischen Wachstumsmodellen bezeichnet, obwohl sie sich selber dezidiert von diesem Ramsey-neoklassischen Wachstumsmodell abgrenzen, ist die Menge der modernen endogenen Wachstumstheorie. Grundsätzlich haben wir ja schon unterschieden zwischen endogenen und exogenen Wachstumsmodellen. Endogene Wachstumsmodell, wo eben die Wachstumsrate eine endogene Variable ist. Es gibt diesen etwas eigenen Begriff der endogenen Wachstumsmodelle. Das sind Wachstumsmodelle, die eigentlich innerhalb des neoklassischen Modellierungsframeworks aufgebaut sind. Die bauen in der Regel auf dem Ramsey-Wachstumsmodell auf, erweitern das aber in extrem vielen Dimensionen. Ja, nur als Beispiel, technologischer Wandel ist da in der Regel endogen, das heißt die Folge von den Investitionsentscheidungen von nutzenmaximierenden Firmen. Hier werden verschiedene Marktstrukturen betrachtet, hier werden verschiedene Institutionen betrachtet, hier werden verschiedene Arten von technologischem Wandel betrachtet, etc. etc. Das heißt, hier sind wir jetzt sozusagen wirklich, sage ich mal, im State of the Art vom aktuellen Mainstream, was die Wachstumstheorie angeht. Und häufig wird, wenn man jetzt ein neoklassisches Lehrbuch liest, ja, dieser Teil hier explizit abgegrenzt vom Ramsey-Wachstumsmodell, was da eben häufig das Label neoklassisches Wachstumsmodell trägt. Ja. In dieser Veranstaltung jetzt hier gehen wir ein bisschen einen anderen Weg. Wir schauen uns hier dieses Solosman-Wachstumsmodell an. Einfach deswegen, weil es dogmenhistorisch ein extrem wichtiger Aspekt ist. Und weil es einen guten Einstieg ist. Ja. Und ihr werdet sehen, so dieses Ramsey-Modell und die endogenen Wachstumsmodellen ist viel Rumrechnerei. Wir werden aber tatsächlich viele Elemente davon später kennenlernen, ja, wenn wir uns mit ESG-Modellen beschäftigen, wo wir viel der der notwendigen technischen Apparate, die wir für diese neoklassischen Wachstumsmodelle brauchen würden, also Ramsey und endogene Wachstumstheorie, die kommen ähnlich in den ESG-Modellen auch vor. Und wenn wir die uns über die DSG-Modelle angeeignet haben, dann ist es für euch nicht so leicht, euch das selbstständig anzueignen. Das heißt, an dieser Stelle werden wir uns sozusagen diesen Teil hier schenken und uns auf das Solo-Wachstumsmodell konzentrieren, was wie gesagt auch ein dogmenhistorisch extrem wichtiger Meilenstein in der ökonomischen Wachstumstheorie darstellt. Um nachvollziehen zu können, warum das Solosman-Modell tatsächlich so berühmt geworden ist, muss man ein bisschen was über den historischen Kontext wissen, in dem dieses Modell entstanden ist. Ihr müsst euch vorstellen, wir befinden uns jetzt hier zu Beginn der 1950er Jahre. Das war eine Zeit, wo eigentlich alle Wachstumsmodelle keynesianischer Natur waren. Ne? Es gab insbesondere Beiträge, die sozusagen ein Modellframework aufgespannt haben, und es war das sogenannte Harrod-Domar-Framework, also was sich auf diese Beiträge von Harrod und Domar eben gestützt hat, und das Wachstumsmodell oder die Wachstumsmodelle, die beiden entwickelt haben, hatten als Kern vor allem den Fokus auf negativen Aspekten von Wachstum. Es waren Modelle, die kein stabiles Gleichgewicht beinhaltet hatten, sondern die bei, wenn es denn zu Wachstum kam, in der Regel dysfunktionale Beigeschmäcke hatten. Also es ging dann sehr stark um das Thema des unbalancierten Wachstums, also wo es keinen stabilen Wachstumspfad gab, beziehungsweise Wachstum, das mit Arbeitslosigkeit einhergeht, oder eben, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, eben, wo es keinen stabilen Wachstumspfad gab. Also es waren Modelle, die auch so ein bisschen in Frage gestellt haben, geht es denn zum Beispiel so das keynesianische Ideal der Vollbeschäftigung in einer wachsenden Gesellschaft, ist es überhaupt möglich? Ja? Und in diesen intellektuellen Kontext sozusagen, auf diesen Kontext haben Swan und Solo geantwortet. Ja? Also das Modell, was sie entwickelt haben, kann sozusagen als Antwort auf dieses Harrod-Domar
Modell verstanden werden. Wir werden es später nochmal im Originalpaper von Solow sehen, wo ich euch einen Auszug mitgebracht habe. Und dieses Modell hat sich in bestimmten Bereichen massiv von denen von Harrod und Lamarr unterschieden. Also zum einen war es viel anschlussfähiger an die neoklassische Mikroökonomik, die zu diesem Zeitpunkt eben stark im Kommen war. Das lag daran, dass in dem Modell im Zentrum eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion stand und die machte es möglich, den Kontakt zur Mikroökonomik aufzubauen, weil ja eben diese Produktionsfunktion auch in der Mikroökonomik eine große Rolle gespielt hat und man hier dann die Möglichkeit hatte, über repräsentative Firmen sozusagen den direkten Kontakt an ganzen theoretischen Beiträge aus der Mikroökonomik aufzubauen. Und was auch noch war, es war ein Modell, was zeigte, dass Vollbeschäftigung und dauerhaftes Wachstum, also sogenannte Balanced Growth, konsistent sein können und dass es unter deren Augen plausiblen Annahmen auch stabile Gleichgewichte in einem Wachstumsmodell geben kann. Stabile Gleichgewichte, wo eben alle Variablen mit konstanter Rate wachsen und wo man nicht das Problem von dem Harrod und Lamarr-Modell hat, dass diese Situation immer zwangsweise instabil hat. Das war einfach von einer wissenschaftlichen Perspektive extrem attraktiv, weil es weitere Arbeiten in diesem Framework enorm erleichtert hat. Also es war viel einfacher, mit diesem Modell sozusagen an Erweiterungen zu arbeiten und Ergebnisse zu erzielen, als mit dem eben dann doch recht instabilen Harrod-Lamarr-Framework. Und was zusätzlich noch hinzukam, und das ist mit Sicherheit ein Grund, warum wir jetzt häufig nur vom Solow-Modell und nicht vom Solow-Spahn-Modell reden und Robert Solow später auch mit dem Ökonomie-Nobelpreis ausgezeichnet ist, ist, dass Solow in einem zweiten Artikel dieses Wachstumsmodell auf eine relativ kreative Art und Weise kalibriert hat, beziehungsweise mit empirischen Daten unmittelbar messbar gemacht hat. Das war dann sozusagen die Geburtsstunde des sogenannten Growth Accounting, zu dem wir am Ende von der Session nochmal kommen werden. Und eben weil das auch so eine ganze Reihe von empirischer Arbeit sozusagen erst möglich gemacht hat, deswegen hat Robert Solow auch später den Nobelpreis für sein Modell bekommen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass wir einfach häufig vom Solow-Modell und nicht vom Solow-Spahn-Modell reden, obwohl es eben von beiden eigentlich gleichzeitig im Jahr 1956 publiziert wurde. Und jetzt genug der Vorrede und der Einordnung. Jetzt wollen wir uns doch dann direkt mal mit der tatsächlichen Struktur dieses Modells genauer auseinandersetzen.